Was geht, liebe Schwarzfreunde? Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich mich einen Tag ernähren wie der kleine Kai mit 20 Jahren, als er bei der Bundeswehr war. Ich war einer der letzten Jahrgänge, die noch den Grundwehrdienst machen mussten, hab danach aber verlängert, heißt, ich wollte Reserveoffiziersanwärter werden, hab die ganze Sache auch so weit durchgezogen, bis ich Fahnenjunker war, dann habe ich die Zusage von der Polizei bekommen und bin ziemlich schnell, sag ich mal, habe ich die eine Sache abgebrochen und bin dann zur Polizei gegangen, um dort mein Studium anzutreten. Also unterm Strich für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung, aber ich bereue die Zeit bei der Bundeswehr auf keinen Fall. Für mich war es eine sehr, sehr schöne Zeit, denn ich war dort auch, ja, nachdem ich die Grundausbildung gemacht habe, in der Truppenausbildung tätig, habe in irgendeiner Weise die Rekruten dann ausgebildet, am Gewehr teilweise, im Wald, Orientierungsläufe und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, wo ich aber auch ordentlich am Eisengas gegeben habe, denn das war auf jeden Fall auch ein Fokus, ganz, ganz viel Sport. Im Gegensatz zu vielen anderen Kompanien waren wir so die Pumper-Kompanie, die wirklich den ganzen Tag nur Sport gemacht hat und Eiweißshakes gesoffen hat. In Anführungszeichen, aber wir haben auf jeden Fall richtig, richtig Gas gegeben und dort habe ich ordentlich auch an Kilos draufgepackt, also wirklich gut Muskelmasse aufgebaut und das hatte auch seinen Grund, denn ich hatte auf jeden Fall so diesen Grundsatz, eat big to get big. Ich habe keine Kalorien getrackt, ich habe einfach richtig, richtig Kalorien reingeschäffelt, ordentlich Eiweiß zu mir genommen und ich habe noch ziemlich genau im Kopf, wie ich denn da so meinen Tag gestaltet habe, was so, sag ich mal, der Standardtag war und das möchte ich euch heute zeigen. Es gibt nicht geringeres als 7 Mahlzeiten, die es in sich haben, ordentlich Kalorien und ich glaube, dem einen oder anderen wird das heute sehr, sehr gut gefallen. Wir starten mit einem kleinen, leichten Frühstück. Ihr denkt euch jetzt, ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Brötchen mit Leberkäse, Ei und Käse? Ja, Freunde. Genau das war mein Frühstück. Wenn ich morgens nicht die Rekruten zum Frühstück führen musste, ging es erstmal, ja, hat man das Frühstück geskippt, sag ich mal, weil es viel zu früh war. Und ist dann erstmal später in die Kantine gegangen, anstatt in die Truppenküche. Und dann gab es standardmäßig Leberkäse mit Käse und Ei. Guten Appetit! Was ich heute übrigens das erste Mal machen werde, ist, einfach mal tracken, wie viele Kalorien ich an so einem Tag zu mir genommen habe. Ich habe früher wirklich nicht getrackt und heute möchte ich einfach mal herausfinden, wie viele Kalorien waren das eigentlich, die ich so am Tag zu mir genommen habe, damals. Also unabhängig davon, ob das in fitnessgerechte Ernährung passt oder nicht, schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Kurzer Zwischenstand, erstes Frühstück, 811 Kalorien, 58 Gramm Fett, 36 Gramm Kohlenhydrate, 39 Gramm Protein. Das Witzige ist, als ich der Luisa erzählt habe, ich will nicht wissen, wie viel Kalorien das hat. Das ist mein ganzes Frühstück. Als ich Luisa erzählt habe, wie denn heute mein Tag so wird und was ich früher bei der Bundeswehr denn so gegessen habe, da hat sie gesagt, oh Mensch, das hört sich doch gar nicht schlecht an, da mache ich mit. Gerade noch, boah, das Frühstück ist richtig gut, das würde ich auch jeden Tag essen. Freunde, von nichts kommt nichts, ey, das ist, Leberkäse ist Fett mit Käse, ist Fett mit Ei, ist Fett, ne, das ist Fett auf Fett auf Fett, aber auch ein bisschen Protein dabei, ne, also 39 Gramm Protein sind 39 Gramm Protein. Ich brauch ja nicht mehr viel. Erste Mahlzeit ist geschafft, ich muss grundsätzlich sagen, dass ich während meiner ganzen Bundeswehrzeit hat man natürlich sehr spärlich gelebt, heißt bei mir auf der Stube hatte ich ziemlich genau einen Kühlschrank, einen Fernseher und eine Mikrowelle. Das waren die drei Elektrogeräte, die ich am Start hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich die so in meiner Stube haben durfte, aber hatte ich auf jeden Fall, weil das viele hatten. Also es ist nicht so, dass ich der Einzige war, Freunde. Ich glaube, das haben viele. Ich glaube, das ist auch erlaubt, das zu haben. Heißt aber, man muss sich natürlich so ein bisschen den Umständen anpassen. Und deshalb war mein zweites Frühstück, das es gleich geben wird, auch, sagen wir, sehr viel einfacher.
Mahlzeit Nummer 2, also Frühstück Nummer 2, war sehr, sehr häufig Porridge. Ich habe in der Zeit sehr viel Porridge gegessen. Aber wenn man eine Mikrowelle und einen Kühlschrank hat, dann sind die Optionen, sag ich mal, auch relativ begrenzt, sodass wirklich Porridge sehr häufig am Start war. Ich mag aber auch gerne Porridge und vor allen Dingen ist Porridge auch einfach eine geile Mahlzeit, um ordentlich Muskulatur aufzubauen. Man hat trotzdem ein Sättigungsgefühl. Man hat über die Haferflocken auch komplexe Kohlenhydrate, um langfristig Energie zu haben. Und ja, nach wie vor 10 Jahre später immer noch Porridge-Fan. Das Whey-Protein damals, noch nicht damals, ist gut vor 10 Jahren, ja, ist schon damals, wirklich geschmacklich noch ganz weit von dem entfernt, wie es heute ist, gab es immer bei mir dann noch die 2 Scoops Whey ins Porridge rein, weil es dadurch natürlich einfach der Eiweißgehalt noch weiter steigt und dadurch die Mahlzeit natürlich für den Muskelaufbau noch geiler wird. Wir sind jetzt mittlerweile bei stolzen 1500 Kalorien, 73 Gramm Fett, 130 Gramm Kohlenhydrate und 83 Gramm Protein. 73 Gramm Fett um die Uhrzeit ist wirklich schon viel. Vor allen Dingen für meine Verhältnisse. Aber ich habe da jetzt Bock drauf. Guten Appetit! Neben Whey-Protein war schon damals das einzige Sub, das ich noch hatte. Also ich hatte auf der einen Seite immer Eiweißpulver und auf der anderen Seite hatte ich immer Kreatin am Start. Das sind die beiden Subs, die mich jetzt wirklich schon gefühlt mein ganzes Leben, mein ganzes Bodybuilding-Leben begleiten. Ich weiß noch ziemlich genau, dass in dieser Zeit auch so die ersten Booster, sag ich mal, auf den Markt kamen. Es kann natürlich sein, dass es schon vorher Booster gab, aber das waren so die ersten, die ich so aktiv, sag ich mal, wahrgenommen habe, weil dann Leute aus meiner Kompanie sind zu mir gekommen und meinten, boah, das musst du mal vom Training nehmen hier. Das ist No Explode. No Explode. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch wird es noch kennen. Das war der erste Trainingsbooster, den ich jemals zu mir genommen habe. Und da war wirklich so, alle haben so gesagt, boah, da kriegt man voll den Tunnelblick von und so. Guten Tunnelblick habe ich jetzt nicht bekommen, aber man wurde auf jeden Fall auf einmal so kribbelig und man war total beeindruckt davon, was es für krasse Sachen fürs Training, sag ich mal, gibt. Verrückt, ey. Ewigkeiten schon her. Eine Matratze und einige Behälter. Fertig, Leute! Was? Beste Leben, ey. Muttis Truppenküche genießen. Du kriegst gleich eine Mutti. Ja, du bist doch eine Mutti. Ja, und? Jo, Leute. Mittagessen steht an. Bei der Bundeswehr war es immer so, dass man natürlich verpflegt wurde, beziehungsweise es gab die Truppenküche und ich hatte tatsächlich Glück, dass an meinem Standort die Truppenküche jetzt gar nicht so schlecht war. Man hat immer Hausmannskost bekommen, genau das, was es heute bei uns auch geben wird, nämlich schön Frikadellis, Blumenkohl und Kartoffeln. Also richtig so typisch Truppenküche. Ja, war einfach eine geile Zeit, ne? Absolut. Ich war an zwei verschiedenen Standorten und während meiner Grundausbildung war ich an einem Standort. Boah, da war die Küche, ne? Oh, Junge, ey. Rennerot. Alto Belli, ey. Das war echt jenseits von Gut und Böse, ey. Da hätte ich auch Hundefutter essen können, ne? Ja. Warum muss ich das jetzt kochen? Weil du die Tropenküche bist. Ach so. Und ich jetzt Töchterchen wach machen gehe. Das sieht man so schön. Freunde, Mittagessen und damit Mahlzeit Nummer 3, also mehr als das kann, also das ist der Inbegriff von Hausmannskost. Frikadellis, dazu Kartoffelbrei und Blumenkohl. Senf und Ketchup darf auch nicht fehlen, wir haben insgesamt 200 Gramm gemischtes Hackfrikadellen, 250 Gramm Kartoffelpüree und dann noch einmal 150 Gramm Blumenkohl. Guten Appetit, Leute, ich habe richtig Bock drauf, ohne Spaß.
Freunde, sieht das nicht einfach mal richtig fresh aus? Richtig, richtig nice, Leute. Ich feiere es unnormal. Der ein oder andere von euch wird es schon auf Insta mitbekommen haben. Ich habe mein eigenes T-Shirt rausgebracht, beziehungsweise zwei eigene T-Shirts. Das ist einmal das Healthy T-Shirt. Healthy, also aller schmale Schulter, wohlgemerkt. Und dann haben wir noch das Humble T-Shirt. Humble, Aspiring und Tough steht hinten drauf. Und vorne ist diese Herzschlaglinie, die ich auch hier drauf habe. Die ganze Sache ist komplett aus Baumwolle. Ich habe da wirklich in den letzten Monaten zusammen mit meinem Management haben wir uns verschiedene Muster schicken lassen, verschiedene Stoffe schicken lassen. Ich wollte unbedingt so ein Oversize-T-Shirt haben, was auch so in Richtung The Couture Club geht. Also so die T-Shirts, die ich sonst immer trage. Und unterm Strich haben wir vom Stoff her genau das gefunden, was ich haben wollte. Nämlich ein T-Shirt, was mega angenehm auf der Haut ist, was man so im Lifestyle, im Alltag tragen kann, aber trotz alledem auch im Gym. Heißt, es sollte nicht zu dick vom Stoff sein, dass man dann im Gym sich dann totschwitzt. Mega, mega geile Sache. Es gibt das T-Shirt natürlich, genauso wie das T-Shirt, in Weiß und in Schwarz, Größen XS bis XL, soweit ich weiß, also nicht noch größer, und XS, weil man als Frau das wunderbar auch tragen kann. Ich werde euch hier auf jeden Fall mal Fotos einblenden. Das ist hier gerade Luisas T-Shirt, das XS T-Shirt. Es steht ihr so unnormal gut und sie feiert es auch so normal. Sie hat es sogar mal ihrer Mama, ihrer Tante und ihrer Cousine gegeben und die waren alle beeindruckt von der Qualität von dem T-Shirt und dass es ja so sich so schön anfühlt vom Stoff her. Mega, mega geile Sache. Also falls ihr mich in irgendeiner Weise supporten wollt und natürlich das T-Shirt in erster Linie feiert, dann checkt einfach mal meinen Shop ab und Link ist dazu unten in der Infobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Es ist wirklich unnormal geil geworden. Einmal das T-Shirt und natürlich auch das Healthy T-Shirt. Ich feiere es einfach nur. Mega, mega geil. Vielen Dank für euren Support. Und jetzt werden wir ins Training gehen. Denn während meiner Bundeswehrzeit habe ich vor allen Dingen eine Sache gemacht. Trainiert wie der letzte Berserker. Wenn man mit dem Dienst fertig war, dann war eigentlich für den Rest des Tages nicht mehr viel angesetzt. Viele, ja, der Kollegen sind dann vielleicht noch feiern gegangen, auf Stube gegangen, keine Ahnung. Haben häufiger mal auch eine Kanne angesetzt, sag ich mal. Aber ja, ich war schon mein ganzes Leben, sag ich mal, nicht der Typ, der da so Bock drauf hatte, sodass ich dann nach dem Dienst teilweise 2 bis 3 Stunden noch im Gym von der Kaserne verbracht habe und da richtig einfach Gewichte geballert habe, um danach dann wieder richtig lecker zu essen. Das Geile war, dass meine Kompanie genau, ja, alle so diesen Mut hatten, alle diesen Mindset hatten und dass wir wirklich als Kompanie danach quasi komplett einfach pumpen gegangen sind. Und das war natürlich eine mega, mega geile Zeit. Deshalb wird es jetzt auch richtig geil ausgerastet im Gym. Es steht heute ausnahmsweise mal Brust, Schultern, Trizeps und Bizeps an. Einfach mega geiles Pumptraining. Let's go, Gas geben.
Was eine Trainingseinheit. Mega, mega geil gewesen. Einfach richtig, richtig gute Trainingseinheit. Jetzt gibt es einen Shake. Dazu eine Banane, das war so circa die Standardmahlzeit, die nach dem Training auf jeden Fall folgen musste, um das anabole Fenster auszunutzen, um die nötigen Aminos und die schnellen Kohlenhydrate reinzubekommen. Ja, auf dem Stand war man früher noch und das musste man natürlich ausnutzen. Ohne Shake ging gar nichts, Leute. Ja, witzige Sache auf jeden Fall. Falls ihr noch Bock auf dieses Shirt habt, ich weiß, ich hatte es vor der Trainingseinheit schon einmal ein bisschen erzählt. Ich möchte aber noch eine Kleinigkeit aufgreifen, nämlich so ein bisschen, was die Größen angeht. Luisa ist 1,60 Meter groß und trägt XS. Das hat perfekt gepasst. Das sah richtig bombastisch aus. Bei mir ist es so, dass ich 1,89 Meter groß bin. Ich hänge irgendwo zwischen XL und L. Also ich kann jedem empfehlen, der so um 1,85 Meter herum ist bis 1,90 Meter, sage ich mal, sollte L auf jeden Fall ja dicke reichen. Das sollte auf jeden Fall richtig gut sein. Gerade in der Trainingseinheit kam auch noch ein, ja, jemand, der mir folgt, vorbei. Meinte, ey Kai, voll geil, dass du jetzt so T-Shirts rausbringst, sehen richtig fresh aus, aber ich weiß nicht genau, welche Größe ich anziehen soll. X oder XL oder L. Und der war schon so, ich würde ihn auf 1,86 tippen, ein kleines bisschen kleiner als ich, aber schon, hatte schon breite Schultern, sag ich mal. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, dann zieh doch einfach mal mein T-Shirt an, weil ich ja Tanktop drunter habe, T-Shirt eben ausgezogen, er sich dann übergeschmissen und L war wirklich perfekt für jemanden, der halt um 1,85 Meter herum ist und auf jeden Fall schon so ein bisschen, ja, gegaint hat, sag ich mal. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Bei der ganzen Sache geht es natürlich darum, dass es im Moment nur als Vorbestellung geht. Warum geht es nur als Vorbestellung? Kann ich euch ganz, ganz simpel erklären. Ich habe bisher noch gar keine Erfahrungswerte, was so der Verkauf von T-Shirts angeht und so weiter. Bei einem Kochbuch wäre das jetzt was anderes. Da könnte ich sagen, okay, ich will so und so viel Stück haben und wäre mit ziemlicher Sicherheit, könnte ich sagen, alles klar, die gehen auch weg. Aber bei zwei verschiedenen T-Shirts in zwei verschiedenen Farben, bei Größen von XS bis XL, ist mir die Wahrscheinlichkeit einfach zu hoch, dass ja zu viele Sachen eventuell liegen bleiben werden und deshalb arbeiten wir da mit einer Vorbestellung, sodass ihr auf jeden Fall vor Weihnachten das T-Shirt noch bekommen werdet, aber ihr müsst einfach so ein kleines bisschen Zeit mitbringen. So, ich gönne mir jetzt meinen Shake, mega geil, einer meiner Lieblingsgeschmacksrichtungen von Rocker. Iss mir mein Bananchen und dann geht's mit Töchterchen duschen, die wartet nämlich schon, bevor es dann zu Mahlzeit Nummer 5 geht, ne? Abendessen, Freunde. Abendessen bei der Bundeswehr. Spannendes Thema. Freunde, wieder frisch und jetzt geht es an die Challenge des heutigen Abends. Hab ich Bock. Freunde, Standardprogramm bei der Bundeswehr. 18 Uhr lief X-Diaries. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt auf RTL 2. Irgend so eine Urlaubsflirt-Sendung. Eine Berührung, ein Kuss und schon sind wir ihm hoffnungslos verfallen. Heiß auf Sommer, heiß auf X-Diaries. Und wir auf meiner Stube oder auf einer anderen Stube davor den Scheiß sich reingezogen und einfach stumpf 500 Gramm Quark gelöffelt. Süßungsmittel, Zucker, nein danke. Raw wird der ganze Spaß genossen. Und weil wir heute ein krasses Video machen, versetzen wir uns jetzt mal in alte Zeiten zurück. Guten Appetit. Das wären harte 500 Gramm Quark, obwohl ich wirklich Quark liebe. Das wird schon mehr im Mund, merkt man. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal für 500 Gramm Quark so lange gebraucht habe. Unglaublich. Reicht auch für dieses Jahr 500 Gramm Quark raw zu essen. Hammer. Freunde, wir haben bereits 10 vor 9. Die Kleine ist immer noch wach. Wir haben sie gerade versucht schlafen zu legen, aber die letzten Tage ist es irgendwie... Ist ja Wurm drin, sagen wir einfach mal. Jetzt soll es die nächste Mahlzeit geben.
Und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich ekel mich ein wenig vor mir selbst. Denn wenn man nur eine Mikrowelle hat und einen Kühlschrank, dann isst man schon durchaus immer mal wieder das ein oder andere Fertiggericht. Die hat gerade, war die todmüde und jetzt erzählt die ohne Punkt und Komma. Hammer. Ja, kommen wir zurück zu den Fertiggerichten. Ich habe wirklich den einen oder anderen Abend dann einfach mir Fertigfrikadellen, also einfach Packung auf und schön mit einem Brötchen gegessen. Gar nicht mal so geil, muss ich sagen. Echt widerlich, wenn ich da so dran zurückdenke. Oder halt auch so dieses typische Fertig-Lasagne-mäßige einfach in die Mikrowelle gehauen. Boah, Junge, da waren Fertiggerichte dabei. Da würde ich heute nicht mal dran denken, sowas zu essen. Aber, Leute, Fertig-Frikadellen esse ich heute nicht. Aber ich habe heute Mittag schon Frikadellen gemacht. Also wird es heute zum Abendessen richtig schön Frikadellen im Brötchen geben. Freunde, hier ist es, das sagenhafte Frikadellenbrötchen mit einer Gewürzgurke drauf. Ich bin mittlerweile bei 3500 Kalorien, 307 Gramm Kohlenhydrate, 270 Gramm Protein und 130 Gramm Fett. Richtig geile Sache, schmeckt auf jeden Fall mega geil. Das esse ich jetzt und dann kommen wir mal zum Tagesabschluss. Guten. Sportsfreunde, ich habe die Kleine gerade ins Bett gebracht. Wir haben jetzt mittlerweile 9:30 Uhr. Endlich schläft die Kleine. Und hinter mir seht ihr das Chaos, das müssen wir auch noch beseitigen. Also wunderbar, wie viel man noch vom Abend hat. Jo Leute, Blick auf die Kalorien. Also, ich habe mir, bevor ich die Kleine ins Bett gebracht habe, habe ich mir noch so ein zweites Frikadellenbrötchen gegönnt. Heißt, da kommt nochmal eine Frikadelle dazu. Lecco mio, ey. Wollen wir nochmal kurz eintragen. Damit, Tagesabschluss, 4073 Kalorien. Davon 150 Gramm Fett, 350 Gramm Kohlenhydrate, 309 Gramm Protein. Leute, was ist das für eine Makroverteilung, frage ich mich. Und das Schlimme ist, ich werde wirklich... Also klar, das war jetzt heute mal so ein Beispieltag. Es gab natürlich nicht jeden Tag Frikadellen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ich relativ viel Fett zu mir genommen habe. Und vor allen Dingen auch relativ zu viel Protein, Leute. Denn mit 3,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist das eindeutig zu viel Protein. Genauso 1,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, also 150 Gramm. Bei etwa 100 Kilo Körpergewicht ist meiner Meinung nach auch zu viel. Aber Leute, und das muss auch ganz klar gesagt werden, wenn ich trotz alledem mit den 4000 Kalorien mich damit leicht in einem Kalorienüberschuss bewegt habe oder es auch immer mal wieder Tage gab, wo ich vielleicht im Kaloriendefizit war und grundsätzlich nur einen leichten Kalorienüberschuss hatte, dann war das genau der richtige Weg. Und das ist auch so ein bisschen ein Appell in diesem Video an euch. Ich habe wirklich in den ersten Jahren lange nicht mal an Diät gedacht. Also es war wirklich nie dieser Gedanke da, yo, mein Sixpack ist nicht mehr so gut zu sehen, ich muss jetzt Diät machen. Nein, ich habe einfach aufgebaut. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt auch an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich habe schon eine echt gute ich habe schon echt gut Pakete aufgebaut in den Jahrzehnten, 13 Jahre Training, die ich jetzt schon auf dem Buckel habe. So, ne? Wenn man immer nur zwischen halbes Jahr Diät, halbes Jahr Aufbau, halbes Jahr Diät, halbes Jahr Aufbau, dann führt das leider zu nichts. So, ne? Deshalb, wenn ihr nicht unbedingt Diät machen müsst oder wollt oder weiß der Geier, dann versucht es vielleicht maximal mal mit einem Mini-Cut oder so, dass man vielleicht ein bisschen das Fett runterbekommt. Aber legt den Fokus darauf, möglichst lange solide aufzubauen. Jo Leute, das war's mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Schreibt gerne eure Videowünsche in die Kommentare. Bis bald, euer Kai. Ciao, ciao.